Topspiel der Landesliga Südwest in der Kies Arena. Der zweite der TSV Gilching Agelsried empfängt den vierten, den SC Ichenhausen. Und knapper könnte es momentan an der Tabellenspitze nicht sein, den ersten und den vierten trennen nämlich nur 4 Punkte. Ichenhausen hat heute in diesem Spitzenspiel einiges gut zu machen, denn am letzten Wochenende gab es eine herbe 1:3 Heimniederlage gegen den dritten Sonthofen. Die Gilchinger hingegen sind bisher ohne Fehler und Tadel in dieser Saison immer noch ungeschlagen und das soll natürlich heute auch so bleiben. Schauen wir mal, was die Partie an diesem 11. Spieltag für uns so bereithält. Ichenhausen beginnt in Blau von rechts nach links. Und die Gäste haben auch direkt die erste Möglichkeit. Das ist mal Jairo, probiert es hier mal aus der Distanz. Der Schuss des Portugiesen jedoch ungefährlich für Keeper Rummel. Dann springen wir in die 17. Minute. Torwart Kustermann mit dem Abschlag, doch genau in den Fuß von Brandt. Der fackelt nicht lang und dann steht's 1:0. Was für ein Bock. Brandt mit seinem ersten Saisontor hat jetzt auch schon über 150 Spiele für den TSV auf dem Buckel und das schon mit 23. Ahnt den Pass und reagiert blitzschnell. Der Schuss des Mittelfeldmotors, der Gastgeber, gar nicht so gefährlich, aber dann hat der Kustermann Seife an den Torwarthandschuhen und die Kugel flutscht ihm durch. Und der Keeper des SC ärgert sich natürlich über diesen schlimmen Patzer. Die Reaktion der Gäste lässt nicht lange auf sich warten. Mit einem Standard, getreten von Malhairo. Der Pfosten rettet vor dem Ausgleich. Guter Versuch des Dribbelkünstlers, schlänzt ihn hier über die Mauer. Rummel kann nur noch zuschauen. Aluminiumpech für die Gäste in dieser Situation. Was kommt von den Gastgebern noch in dieser ersten Hälfte? Lauern auf Fehler des SC und schalten dann schnell um. Ersoy hat mitgedacht und schnappt sich die Kugel. 3 gegen 2 gibt den weiter auf Süli. Kustermann reagiert jedoch mit einer klasse Fußabwehr. Die nächste Szene ist fast eine Kopie der letzten. Guter Ballgewinn von Ersoy im Mittelfeld und dann geht es sofort mit Zug in Richtung Gästetor. Diesmal 2 gegen 2. Wieder geht es über rechts. Kraus hat nochmal das Auge für Ersoy am zweiten Pfosten. Der lässt Ocker stehen, der Schussversuch jedoch genau auf Kustermann, zu unplatziert. Mit dieser knappen Führung geht es dann auch in die Pause, beide Teams mit Chancen, die letzte Entschlossenheit fehlt aber noch so ein bisschen. Die Gastgeber kommen jetzt mit viel Feuer unterm Hintern aus der Kabine, Kapitän Hölzel mit der Möglichkeit, Kustermann ist jedoch wieder zur Stelle. Die Stürmerlegende des TSV hätte hier bestimmt gern sein 8. Saisontor im 10. Spiel erzielt. Vor allem einer ist mit dem 1:0 nicht zufrieden. Ersoy setzt sich hier gut durch, haarscharf am 2:0 vorbei. Auch die Ichenhausener melden sich nochmal zu Wort. Schöner Chip von Fischers, Dieker mit dem Luftloch, Kiral ist nun frei durch. Probiert es aus dem Spitzenwinkel, Rummel mit einer klasse Tat. Was für eine Möglichkeit für den bulligen Stoßstürmer. Es ist nun ein offener Schlagabtausch in diesem Topspiel. Langer Ball auf Charme, Unstimmigkeit in der TSV-Abwehr. Am zweiten Pfosten wartet nochmal Malhairo, die Situation noch heiß, versucht es mit dem Chip und der landet auf dem Querbalken. Super gemacht von ihm, aber es scheint, als wolle der Ball heute nicht ins Gilchinger Gehäuse. Die anschließende Ecke und die landet wieder am zweiten Pfosten, diesmal bei Kiral Rummel, klasse, der Nachschuss dann ein paar Meter drüber. Es ist wirklich ein Thriller heute in der Kies Arena. Hitchcock hätte es nicht besser schreiben können. Kurz vor Schluss dann nochmal die Gastgeber. Das ist der eingewechselte Schnöller, lässt hier direkt mal zwei Verteidiger stehen. Schnöller nun im 1 gegen 1 gegen Kustermann. Wer ist Sieger? Mann, oh Mann, ich glaube, das gibt eine Woche Training für die linke Klebe. Was für eine Möglichkeit für Schnöller. Danach ist dann Schluss. Gilching gewinnt diesen Topspiel-Krimi mit 1:0 und zieht an Nördlingen vorbei an die Spitze der Landesliga Südwest. Der SC muss die nächste Niederlage in einem 6-Punkte-Spiel hinnehmen und verbleibt auf dem 4. Tabellenplatz. Nächstes Wochenende geht es für Ichenhausen dann gegen Aufsteiger Gersthofen. Gilching hat das nächste Spitzenspiel gegen den 3. Sonthofen.